So, es kann weitergehen. Muss mich ein bisschen beeilen hier, weil meine Leute sind schon vor mir weitergelaufen, weggegangen. Nur eine Idee, aber Ach, da sind sie vielleicht ja. müssen wir ja unsere Pendants retten, um uns selbst zu retten. Ich wurde erst gejagt nach... Leuchtkäfer. Daher kommt das Licht. Das mit den Pendants retten ist ja in Ordnung. Das Irgendwie Problem ist schön. Halt nur, dass die Oder meisten schon tot sieht sind von seltsam denen. aus. Möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Was quält dich, mein Freund? Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzte unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn. Wenn man mich anhört, spreche ich. Ich bin verhext. Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir das stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Du traust mir nicht, aber du musst aussagen. Erzähl ihnen von Mary. Hör auf deinen Freund. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten. Doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Ein Kind anklagen ist falsch. Der Priester ist der wahre Übeltäter. Ja. Du irrst dich! Wir müssen sie stoppen! Anders geht's nicht! Reverend Carver ist ein Mann Gottes. Ganz ohne Zweifel. Naja, den traue ich aber nicht, ganz ehrlich. Ich glaube, dass er der Böse in der Geschichte ist. Großer Fehler, Mann. Deine Nächstenliebe wird uns noch alle umbringen. Hoffe, du irrst dich. Wär besser für uns. Was ist los? Konntet ihr Mary konfrontieren? Nö. Sie war nicht mal da. Mist! Es ist aber auch schwierig, ne? Egal, wie wir uns jetzt entscheiden. Das kann da war gut, das Andrew kann aber auch schlecht ausgehen. Abraham. Der wollte eigentlich gegen Mary aussagen, aber der liebe Andrew hat's ihm ausgeredet. Ein kluger Schachzug. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Wir sehen Zeug, das hier vor Hunderten von Jahren wie geschehen geht's? Ist. Nicht gut. Diese Dämonen? Weiß nicht, wie lange ich den Scheiß noch aushalte. Es überrascht mich selbst, aber tja, ich fühle mich als Teil des Teams. Die einzige Erklärung dafür macht keinen Sinn. Finde ich echt gut. Gar keinen. Passiert mir sonst nie. Ja, voll gut. Ich habe heute auch viel gelernt. Wenn auch nur von Geistern und Dämonen.
Wir sitzen hier ernsthaft in der Scheiße. Klar, weiß ich. Ich raff den Ernst der Lage. Wir werden das überstehen. Ganz sicher. Danke. Das glaube ich auch. Bin gerade einfach so nervös. Wir haben auch echt versucht, als Teamplayer zusammenzuhalten. Und wir sollten los. Ich finde, deswegen haben wir auch bis jetzt alle überlebt. Scheiß auf diesen Ort und unseren dämlichen Unfall. Oh nein. Taylor! Ah, scheiße, habe ich es nicht geschafft. Ah, oh, Mann, ey. Los, komm, rette sie. Taylor! Wo bist du? Taylor! Taylor, halt durch! Bewege uns, folgen. Fuck! Verdammtes Scheißreh! Mann, 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 ey. Hinterlistig. Scheiße, wir haben unseren Charakter verloren, ey. Oh. Aber ich konnte nicht schneller A drücken, es ging nicht. Taylor! Nein! Taylor's gone. Krass, dass manchmal Englisch auch Sprachausgabe ist. Wir müssen weg von hier. Seht doch mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Okay, gehen wir mal raus. Vielleicht schaffen wir es echt hier abzuhauen, ey. Das wäre ja mal was. Taylor, ich kann's nicht glauben. Ich glaub's nicht. Hier ist ein Zeichen. Es kann aber auch ablenken. Vielleicht ist es besser, muss zu den anderen gehen. Ja. Wir haben Gott sei Dank gewartet. Wir sollen ja zusammenbleiben. Vielleicht sollte ich mich auch gar nicht mehr ablenken lassen von so einem Scheißdingern hier. Taylor kann nicht tot sein. Sie kann nicht tot sein. Taylor würde wollen, dass wir uns jetzt zusammenreißen und weitergehen. Und genau das werden wir auch tun. Ja. Um diesen Albtraum zu beenden, müssen wir Mary stoppen. Ihre Lügen. Du hättest Mary als das entlarven können, was sie ist. Eine Lügnerin. Sie hätte es verdient. Warum hast du es nicht gemacht? Wir wissen nicht sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Nur eine Theorie. Es dachte ja auch jemand, dass es uns hilft, Marys Puppe zu verbrennen. Und sind wir sie los? Mag nur eine Theorie sein, aber was bleibt uns sonst übrig? Wir haben nur eine Chance. Ein Fehler und wir sind erledigt. Aus die Maus. Tun wir, was immer nötig ist. Na los. Sehen wir uns um. Wieder eins dieser Bilder hier. Ich hoffe, das ist nicht die Zukunft, die man da sieht. Ich weiß nicht, ob wir ihm das unbedingt sagen müssen. Warte mal, hier ist auch noch was. Oder? Nee. Sah so aus, als wenn hier auch... Kein Eingang. Ding. Wie überall in dieser Stadt.
Bürgermeister begrüßt Grundstücksverkauf. Besorgnis über weitere Proteste gegen Fabrikschließung. Alter 666 und dann haben sie ihm noch Teufelshörner auf den Kopf gemalt. Stimmt für Cover als Bürgermeister. Okay. Über die Treppe hochgehen. Ich würde auch sagen, wir reden mal mit ihm, ne? Weil wir das Bild ja gesehen haben, oder? Er will nicht. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Schaut mal! Hey! So, unser Fahrradfahrer, da ist er ja wieder. Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da! Ich würde ihn einfach mal ein paar Fragen stellen, warum er das immer überlebt mit den ganzen Geistern und Dämonen. Das ist doch eine einfache Geschichte. Also. Aber ich glaube ja, das liegt daran, weil er mit hier kein Vorfahr war. Hier und, drin war schon lange keine keiner Vorfahren mehr. Hatte. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Ach, mir Ui. Graut davor. Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Oh, die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Ich weiß nicht, warum. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Naja, das haben wir schon fast gedacht. Wenn ihr zustimmt. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Bei dem würde ich keinem Kind anvertrauen. Abraham! Was soll ich nur tun? Manche wollen Mary verdammt sehen. Doch ist ein Kind wirklich solch böser Taten fähig? Dein Ernst? Diese Göre ist schuldig! Du, tu einfach, was du für richtig hältst. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge! Heraus damit! Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope obwaltet. Erspar uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary leidet sehr. Die Erscheinungen, die sie sah, sie quälen sie, nahmen ihr die Unschuld. Manche sagen, sie sei mit dem Teufel im Bunde, doch niemand ist sicher. Ich am wenigsten. Was wissen wir schon von einer Kinderseele? Du sprichst mir das Vermögen ab, die Wahrheit zu sehen? Vergib mir bitte. Solches würde ich niemals wagen. Genug der Zeitverschwendung. Du und der Pastor haben für heute genug gesagt. Ich bin nicht fertig. Ich gab dir bereits genug Zeit. Zudem wird Mary in die Obhut von Reverend Carver gegeben. Und nun schweig! Ah, ich verwechsel mal Pastor und Reverend irgendwie. Hm.
Erzählt mir alles. Habt ihr Andrews Double gesehen? Er hat ausgesagt, Mary sei unschuldig, dass sie hier das Opfer sei. Das ist scheiße, wirklich scheiße. Mist! Und was passiert jetzt? Das hilft uns. Muss es. Wir wissen jetzt, dass wir ändern können, was passiert. Denkst du, er hat recht? Es war, wie er gesagt hat. Okay, das ist der Gerichtssaal. Was zum Teufel? Wir müssen weg. Nicht sie raus hier! Ach nee, das ist kein Gerichtssaal, das ist eine Fabrik. Sah so aus. Okay, die Schließung gucken wir uns jetzt nicht nochmal an, was da ganz genau steht. Wir suchen auf jeden Fall einen Ausweg. Na, warte mal. Am Spind scheint ja auch noch was zu sein. Okay. Ist das nicht der Typ, der mal draußen ist? Kann das sein? Was ist da passiert? Hat sie ihn sitzen lassen? Unleserlich. Hm. Hörst du das? Da, unter uns. Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell. Das ist schwer. Andrew, beweg deinen Arsch und hilf mir. Was ist? Ich gehe hier hin, du da drüben. Dann schieben wir. Gut. Und los! Wow. Oh, shit! Ah! Gott, jetzt sind wir da in so einen Keller gefallen. Ja, das kann ja nicht gut sein. Hey, alles gut bei dir? Oh ja, wie man es nimmt. Oh nein. Ah, scheiße. Oh. Daniel! Oh, ich habe nochmal eine zweite Chance bekommen. Danke dafür. Komm schon, schaffen wir. Lauft! Ah, scheiße. Ja, vielleicht können wir uns auch wehren, das kann ja sein. Scheiße. Oh Mann, ey.
da getroffen. Scheiße, wieder ein Charakter. Arrogant, der. Charakter wieder verloren, ey. Jetzt zum Kotzen. Oh, nur weil ich wieder mit der Steuerung zu langsam war. Mann, das geht mir auf den Piss, echt. Ah, was willst du machen? Aber es sind immer noch 3 von 5. Bessere Bilanz als in irgendeinem Horrorfilm. Er ist tot. Genau wie Taylor. Tut mir leid. Ne, wäre ich mal auf Angreifen gegangen und hätte ihn gleich ein paar übergezogen. Scheiße. Ja, das macht er ein bisschen betroffen, ne? Weil man will es ja anders lösen. Das Biest scheint weg zu sein, könnte aber jederzeit zurückkommen. Wir müssen weiter. Ach, schon komisch, ne, dass das Vieh auf einmal weg ist. Ja, wer weiß, was da noch auf uns zukommt, ey. Wahrscheinlich noch Schlimmeres. Jetzt nochmal einen Busfahrer treffen oder so, dann sind wir wieder zu viert. Das wäre mal ein Luxus. Da. Da ist schon das nächste wieder. Altes Auto, na ja, toll. So, heißt ja immer so, von wegen, wir müssen aufpassen. So von wegen mit Waffe und so, dass wir keine finden. Vielleicht finden wir aber im Kofferraum eine. Matt! Ich versuche das zu vergessen. Ich hätte gedacht, im Kofferraum könnte eine Waffe sein, aber scheint es nicht so. Was ist das? Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt unsere ehemaligen Freunde auf uns setzen. Was auch passiert, wachsam bleiben. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich euch. Doch wagt es nicht, meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr dem Teufel und all seinen Herren. Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satansbrut. Mary. Wir müssen das stoppen. Fort von mir. Ja. Gib das her. Seht. Seht, wie das arme Kind leidet. Joseph hält sie noch im Griff des Teufels. Mehr Steine. Wir haben uns falsch entschieden. So zermalmen wir den Teufel nicht geholfen. In ihm. Scheiße. Zaudert nicht. Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab. Oh, das ist doch ein ekliger Tod, weil du dann immer noch erstickst.
Jetzt müssen wir atmen. Okay, hätten wir ihm geholfen, dann hieß es auch so von wegen. Also hätten wir ihm geholfen, hieß es auch von wegen so, ja, guck mal, was er für Kraft hat und der ist auch des Teufels, ne? Ist jetzt alleine? Wo sind denn die anderen? Ach nee. Es ist aus. Wir entkommen diesem Albtraum nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zeit für was? John! Was machst du da? Ich lauf nicht mehr weg! Wird Zeit, Taylor und Daniel zu rächen! Bist du verrückt? Sehr gut. Wir müssen weg! Ich hoffe, dass wir es treffen. Komm her, du Biest, trau dich! Scheiße. Geklappt, super. So schwierig, echt. Ja, sehr gut. Ah, der Schlag hat auch gesessen. Tut das weh, Drecksvieh! Scheiße, sie ist ja gefesselt. Aber jetzt verlieren wir sie auch noch, ja? Oh Mann, ey. Ich hab gar nicht gesehen, dass sie gefesselt war. Scheiße. Komm, hab doch einmal Gnade. Nee. Spöttisch, so, jetzt sind nur noch zwei über. Nur weil ich nicht aufgepasst habe. Ist das eklig. Mann, 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 ey. Angela! Okay, aber sie haben es ja vorprogrammiert, dass sie sterben kann, ne? Ich war mal so gut und hab 5 Leute kein verloren und jetzt. Die Tür ist zu. Nicht gesessen? Das kommt jetzt Treffer aber auch. Sehr gut. Angela ist tot. Wir müssen weg. Los jetzt. Andrew! Ich brauch dich hier! Ich schaff das nicht alleine! Bitte komm jetzt mit! Ganz ruhig. Ist es weg? Ich sehe es nicht mehr. Ich würde von der Tür weggehen.
Geh von der Tür weg. Wenn da jetzt, sag ich mal, irgendwas durchfliegt, irgendein Stab, irgendein Metall, irgendein Speer. Wir müssen hier rausfinden, bevor das Biest reinfindet. Ja, Glück gehabt. Sieht aus, als wäre es abgebrannt. Hier stimmt was nicht. So, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle hier machen wir erstmal Schluss. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Und ich würde sagen, bis dahin.